Hallo Leute, in dieser Folge möchte ich mit euch das Thema Git-Versionierung besprechen. Wir werden zunächst ein lokales Git-Repository aufsetzen und anschließend unser Projekt in einen GitHub-Repository pushen, sodass es für euch verfügbar ist. Okay. Natürlich ist die Voraussetzung, dass ihr lokal Git installiert habt. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Ich denke, ihr werdet bei YouTube und anderen Plattformen ausreichend Tutorials finden, wie wir Git lokal installieren können. Und ich zeige jetzt das exemplarische Vorgehen hier einmal über meine IDE. Natürlich könnt ihr es auch über die Konsole machen mit Git init und so weiter, aber wie gesagt, das Ganze soll jetzt hier kein Git-Tutorial werden, aber ich möchte eben zumindest einmal das prinzipielle Vorgehen zeigen. Und in PerpStorm gibt es hier oben VCS und wir haben hier die Möglichkeit, mit dem ersten Punkt Enable Version Control Integration gleich zu aktivieren. Wenn ich das aussuche oder auswähle, habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Versionierungstools zu nutzen. Wir bleiben hier direkt bei Git und ich klicke auf OK. Und wir sehen, das Ganze ist schon erstellt worden. Ich rufe jetzt hier das Ganze mal auf und schiebe das Ganze mal zu einem Fenster zusammen. Okay, jetzt haben wir hier die Git-Versionierung aktiviert und wir sehen, dass wir hier einen lokalen Branch haben. Wir sehen hier unten, dass der lokale Branch Master heißt. Wir können hier natürlich jederzeit auch neue Branches erstellen und hier hätten wir die Gelegenheit, New Branch zu machen. Allerdings habe ich noch keine Git-Commits, deswegen funktioniert das nicht. Als erstes schaue ich mir noch einmal die .gitignore-Datei an und in einem der ersten Tutorials haben wir hier schon die .idea-Verzeichnis-Ebene hinzugefügt und auch die .editor-Config haben wir hinzugefügt und die übrigen Sachen können eigentlich so bleiben. Perfekt. Das sind Verzeichnisse und Dateien, die eben nicht auf unser Repository gepusht werden, die nicht unter Versionierung gestellt werden, da das hier Dinge sind, die entweder nicht versioniert werden sollen oder eben auch nicht in irgendeinem Verzeichnis eben erscheinen sollen. Perfekt. Gut, das Ganze können wir schließen und wir können jetzt unseren ersten Commit einmal schreiben. Ich gehe hier mal in den Window Mode. Okay, mit Steuerung K kann ich hier im PerpStorm das Ganze aufrufen und wir sehen hier Unversioned Files 100 und das sind die ganzen Dateien, die jetzt hier entsprechend zu versionieren sind. Und ich mache jetzt hier einfach einen Haken hin und sage hier eben Initial Commit und kann jetzt hier sagen Commit. Das dauert dann eine Zeit lang. Mein PerpStorm vollzieht hier noch eine Code-Analyse. Das kann man auch deaktivieren. Das habe ich normalerweise auch aktiviert. Und hier gibt es jetzt 16 Files mit Problemen, keine Fehler und 54 Warnungen. Ich sage jetzt trotzdem Commit und ich deaktiviere jetzt einmal diese Funktion, denn ich nutze das nicht. Die To-Do-Checker und die Analyze-Code-Geschichte brauche ich erstmal nicht. Gut, damit haben wir jetzt unseren ersten Commit. Und könnten jetzt theoretisch hier ab diesem Commit sozusagen, ab diesem Status weitermachen mit einem New Branch. Und das möchte ich gleich machen. Und zwar werde ich jetzt hier Folge 008 hinzufügen. Das ist unsere achte Folge. Und ihr könnt dann später immer in die einzelnen Folgen zu dem Ende der einzelnen Folge sozusagen einsteigen. Der nächste Schritt ist jetzt, ich möchte das Ganze natürlich auf ein entsprechendes Repository pushen. Und dazu müssen wir erstmal in GitHub uns ein neues Repository anlegen. Das Ganze können wir über zwei Wege machen. Wir können entweder über die Webseite von GitHub ein neues Repository von Hand anlegen oder ich kann hier auch gleich jetzt auf Git klicken und kann hier unten auf GitHub und Share Project on GitHub anklicken. Meinen Account habe ich hier schon hinzugefügt und ich gebe dem Ganzen jetzt einen Namen, Laravel 8 Course. A new Laravel 8 course. We are building a great block. Okay. Man kann es hier als private markieren, lasse ich aber, weil ich möchte euch das ja entsprechend zur Verfügung stellen. Dann klicken wir auf Share
Und wir sehen jetzt hier unten, dass das Ganze schon gepusht wird. Und wir sehen, das Ganze wurde successfully pushed. Und wenn ich hier meine GitHub-Seite aufrufe, dann sehen wir unter Repositories eben unser neues GitHub-Repository für dieses Tutorial. Und wir sehen, dass ich jetzt hier auch im Moment nur die Folge 008 gepusht habe. Das liegt eben daran, dass das der aktive Branch war. Und wir können natürlich jetzt den Master Branch immer noch hochschieben, aber ich denke, wir bleiben jetzt einfach bei Folge 008. Und wie ihr seht, das ist alles der Standardtext. Das kann man später vielleicht nochmal anpassen, das muss ich mir mal überlegen. Und eine Kleinigkeit, vielleicht so zur Info, das kommt dann später nochmal, wenn wir das Ganze auf einen öffentlichen Server klonen. Und zwar haben wir jetzt hier die .env.example-Datei. Und da sind jetzt wieder die Standardeinträge drin. Das heißt, hier ist also kein einzelnes Wort an Zugangsdaten, Passwort und Co. Und das macht auch absolut Sinn, denn man möchte dieses öffentliche Repository sicherlich nicht so hoch pushen, dass Passwörter und so weiter eben verfügbar sind. Deswegen macht es Sinn, dass diese .env-Example-Datei eben hochgepusht wird und wir klonen dieses Repository später auf unserem Live-Server und können dann diese .example-Datei umbenennen. Können noch den Application Key neu setzen, auch dafür gibt es einen Artisan-Befehl. Ja, und dann kann man eigentlich loslegen. Was wären dann die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte wären, dass ich jetzt einen Server oder einen Webspace habe, wo ich Shell-Zugriff habe. Zumindest brauche ich eben irgendwie die Möglichkeit, Composer auszuführen und eben auch Git. Und dann kann ich dieses Repository clone in ein Verzeichnis, kann meine Domain auf das entsprechende Public Folder matchen und dann habe ich im Prinzip schon die Seite aufrufbar. Zwei Kleinigkeiten muss man da noch durchführen. Ich werde zum einen Composer Install durchführen und zum anderen müssen wir vorhin Application Key setzen und ich muss natürlich die Zugangsdaten der Datenbank einrichten und natürlich auch eine Datenbank eben vorher anlegen. Okay, ich möchte mit euch die Schritte hier einmal durchgehen. Ich bin hier einmal bei AllInkle eingeloggt. Und ich möchte jetzt hier einen Unteraccount anlegen. Ich nutze jetzt als Subdomain laravel-8-tutorial.screencast-uni.de und das Ganze soll auf das Verzeichnis laravel-8-tutorial zeigen. Ja, im Prinzip könnte man sogar hier schon direkt das Public-Verzeichnis hinzufügen, weil die Laravel-Projekte immer auf dieses Verzeichnis zeigen müssen. In der Account-Beschreibung das Passwort, das werde ich gleich hier eintippen. Das mache ich natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, und ansonsten brauchen wir hier noch eine Datenbank und einen CAS-Zugang als zusätzliche Zugangsmöglichkeit. Ja, das können wir alles so lassen. Ich denke, so werden wir das entsprechend einrichten. Okay, jetzt habe ich mich hier einmal in das Backend eingeloggt. Ja, und wir sehen eben entsprechend hier die Konfiguration, könnten das jetzt hier nochmal ein bisschen bearbeiten und könnten zum Beispiel den SSL-Schutz noch aktivieren mit dem Let's Encrypt-Zertifikat. Dann ist das Ganze auch direkt SSL geschützt. Ja, und ansonsten müssen wir halt die Datenbank noch anlegen. Die legen wir auch direkt einmal an. Und ja, wir können hier direkt irgendwas automatisch generieren natürlich. Ich werde das gleich mal speichern mit irgendeinem zufällig generierten Passwort. Ja, und ansonsten richte ich mir noch den SSH-Zugang kurz ein, um euch dann die weiteren Schritte zu zeigen. Gut, ich habe jetzt hier einmal die Konsole aufgerufen, mich dort eingeloggt und wenn ich hier LL eingebe, dann sehe ich eben mein Verzeichnis, da können wir einmal reingehen. Und da habe ich schon den Public-Ordner. Okay, das sind natürlich Sachen, die ich jetzt eigentlich nicht brauche. Deswegen kann ich hier erstmal Remove Laravel-8-Tutorial machen. Jetzt ist das Verzeichnis leer. Ja, und jetzt können wir gucken, ob wir eben entsprechend Git hier verfügbar haben. Und wie ihr seht, habe ich das hier verfügbar. Ja, und der nächste Schritt wäre jetzt, das Git-Repository einmal zu klonen. Dazu geht ihr hier einmal in das Repository auf GitHub hinein und könnt hier bei Code einmal das Ganze kopieren. Anschließend könnt ihr dann hier einfach git clone das Ganze hier angeben und wir machen jetzt hier wieder laravel-8-tutorial als Ordner und das Ganze wird geklont
Und wir sehen, das ist schon erledigt. Jetzt müsste ich wieder dieses Verzeichnis haben. Und wenn ich einmal reingehe, dann sehe ich auch die komplette Struktur. Gut, das erste, was ich jetzt mache, ist per PArtisan. Nee, sorry, bevor ich Artisan hier ausführe, muss ich erstmal meine .env-Datei verschieben. Und zwar verschiebe ich die jetzt von env-example nach env. Dann kann ich hier zum Beispiel mcedit.env-Datei vornehmen. Kann jetzt hier meine Änderung halt speichern. Ich mache jetzt hier einmal Production und einmal bei AppDebug eben false. Hier schreibe ich Laravel 8 Tutorial noch rein. Das muss dann aber in Anführungsstrichen. Und bei der URL können wir machen https laravel-8tutorial.screencast-uni.de. Gut, die Datenbank, da können wir den Namen schon mal nehmen. Das ist der Name hier. Hole ich mir mal in den Vordergrund. Also D03616D2. D03616D2. Und das Passwort gebe ich wie immer später ein. Gut, dann speichern wir das Ganze. Das nächste ist PHP Artisan Key Generate ausführen. Und da ist es zu einem Fehler gekommen. Ja genau, wenn ich hier PHP Artisan nämlich ausführen möchte, dann kann das noch gar nicht funktionieren. Denn das erste, was ich machen muss, ist einmal Composer Install. Aber leider habe ich hier ein paar Probleme, und zwar haben wir jetzt hier die PHP-Version 7.0.3 auf der Konsole. Und das ist natürlich nicht die Version, die ich brauche. Um die PHP-Version korrekt zu verlinken, also für die Konsole, werde ich jetzt hier die PHP 7.4 auf meine PHP verlinken. Und jetzt sollte das Ganze eigentlich gehen. Ich bin jetzt wieder in den Ordner gewechselt und versuche nochmal Composer Install. Und wie ihr seht, jetzt funktioniert das Ganze, wo ich die richtige PHP-Version drauf hatte. Und ja, das Übliche, es wird immer einen Moment dauern. Und jetzt müssten wir theoretisch auch PHP Artisan Key Generate ausführen können. Und das hat auch gut geklappt. Perfekt. Und wenn ich das Ganze aufrufe, sehe ich diese Fehlermeldung. Ich weiß bereits, woran es liegt. Es ist typischerweise eigentlich ein Problem der Schreibrechte. Und deswegen ändere ich hier einmal das AppDebug auf True. Und wenn ich die Seite jetzt neu lade, müssten wir eigentlich die Fehlermeldung sehen. Ah, okay, nein, es ist natürlich die Datenbank, denn ich habe vergessen, das Passwort einzugeben. Gut, und wenn wir das Ganze nochmal neu laden, dann sehen wir, dass jetzt eben die Base-Table nicht gefunden wurde. Das heißt, die Verbindung steht wohl und wir können unsere Migration noch ausführen. Dazu holen wir uns jetzt hier nochmal die Konsole in den Vordergrund und sagen PHP Artisan Migrate Fresh --seed. Und ihr seht jetzt, weil ich die Application in Production Mode habe, dass wir hier nochmal gefragt werden, ob wir das wirklich wollen. Und hier gibt es jetzt ein Problem, das ihr mithilfe der Laravel-Dokumentation beantworten könnt. Und zwar hängt es direkt mit der MySQL-Version zusammen. Und ja, wir brauchen eigentlich nur in den App Service Provider einmal diese Zeile in die Boot-Methode eingeben. Dazu gehen wir einmal in App Providers, App Service Provider. Und fügen diesen Befehl hier unten ein. Schema Default String Length 191 und speichern das Ganze. Und was wir noch vergessen haben, natürlich, wir müssen diesen Use-Befehl noch einfügen.
use illuminate support für sorts schema. Okay, jetzt müsste das aber alles funktioniert haben. Und das sieht gut aus. Jetzt können wir das nochmal versuchen. Und das hat funktioniert. Okay, und wie ihr seht, es sind zwar ein paar Schritte notwendig, aber eigentlich ist es nicht so kompliziert. Ich muss jetzt zugeben, ich habe auch das A mit All Ink längere Zeit nicht mehr gemacht und B habe ich schon eine ältere PHP-Version eben standardmäßig aktiviert. Das muss mal dringend geändert werden. Ja, wenn das aber alles erfüllt ist und funktioniert, dann geht das Ganze mit dem Veröffentlichen eben ganz schnell. Und ihr seht, ich habe jetzt hier laravel-8-tutorial.screencast-uni.de und SSL sollte auch aktiviert sein. Ja, perfekt. So viel zu der heutigen Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann weiter mit dem Blog beschäftigen.